Moin, moin, liebe Freunde. Ich bin's wieder, euer Max aus Hamburg. Ja, es gibt noch mal so ein kleines Upgrade. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie ich meine Schablonen gebaut habe. Ich werde das Schild Schill noch mal neu machen, altern und eine kleine Figur werde ich auch noch bauen. Also seid gespannt auf das, was ich euch in diesem Video jetzt noch zeigen werde. Genau um das ging es. Das gefiel mir überhaupt nicht beim letzten Mal. Also musste ich es ändern. Ich habe mit meinem Computer das Schild Schill einfach vergrößert in drei Variationen. Und zwar Variation 1, Variation 2 oder Variation 3. Am besten gefiel mir die zweite Variante, die hat den richtigen Maßstab. Ich habe mir also meine Automaskierfolie genommen, die kriegt man bei Amazon für ein Apple und ein Ei. Müsst ihr mal einfach gucken, das ist gar nicht teuer, das Zeug. Damit habe ich mir einfach ein Viereck geschnitten, dann habe ich darauf geachtet, dass ich eine schön scharfe, frische Klinge in meinem Bastelmesser hatte und dann ging's los. Um die alte Klinge zu entsorgen, habe ich sie einfach in Maskierfolie gepackt, ein bisschen länger gelassen, das Ganze zusammengeknüttelt und dann kann sie auch in Mülleimer geschmissen werden. Der Vorteil bei der Maskierfolie ist, man kann sie wunderbar wieder ablösen. Jetzt habe ich den Schriftzug einfach mit meinem Bastelmesser nachgeschnitten. Ihr seht, bei der Größe ist es überhaupt kein Problem. Wichtig hierbei ist tatsächlich eine schön scharfe Klinge. Sollte ich das Gefühl haben, dass sie nicht mehr gut schneidet, tausche ich sie einfach nochmal aus. So, meine Schablone ist fertig. Genauso habe ich die Schablone mit dem Ritterabzeichen auch gemacht. Jetzt möchte ich die Schrift Schill vom Thron entfernen. Damit den alten Geschichten, die ich gebaut habe, nichts passiert, decke ich sie mit Klebeband ab. Zum Abschleifen nehme ich von 3M das Superfein Schleifpapier. Jetzt nehme ich mir das Schleifpapier oder den Schleifschwamm und schleife das Schill schön bündig. Jetzt kommt meine Acryl-Künstlerfarbe wieder zum Einsatz. Damit überpinsel ich das Wort Schill so lange, bis es nicht mehr zu sehen ist. Während der Thron trocknet, mache ich mir ein kleines Schildchen aus einer Plastikplatte. Die Maße habe ich mir vom Podest abgenommen und zeichne sie genau ein. Jetzt nehme ich mir das Fugenwerkzeug von Trumpeter und schneide damit so lange eine Fuge, bis das Material durchgeschnitten ist. Jetzt muss ich nur noch auf die Länge achten. Dafür lege ich mir die Kopie von dem Schild, was ich ausgeschnitten habe, einfach über das Plastik über und markiere mir die Länge. Winkel anlegen, Strich zeichnen, abschneiden. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Kanten alle schön glatt sind. Das mache ich einfach mit einer Schleiffeile. Wenn ich das erledigt habe, gehe ich nochmal oben über die Kante, um sie ein bisschen zu brechen. Als erste Farbe nehme ich German Grey XF63 von Tamiya und den X20A Thinner, also die Verdünnung. Davon mache ich mir einen Klacks in meine Airbrush rein. Um die beste Konsistenz zum Lackieren der Farbe hinzukriegen, gehe ich einfach so 4 bis 5 Mal mit dem Pinsel in den Farbtopf, streiche ihn schön in der Airbrush aus und dann ist das Mischungsverhältnis bei Tamiya Farben in der Regel richtig. Das probiere ich vorher noch einmal kurz aus. Ich lackiere übrigens mit einer 0,2er Nadel und habe ungefähr einen Druck von 0,8 bis 1,1 Bar. Nachdem die Farbe jetzt korrekt aufgetragen ist, mache ich mir eine Mischung aus XF63 und XF23, German Grey und Light Blue. Diese beiden Farben habe ich mir vorher schon einfach mal angemischt in einem alten Tamiya-Fläschchen.
Die Airwäsche ist gerade bis zum Anfang des Trichters mit Verdünnung voll, also nehme ich da jetzt nur 3 Pinselstriche. Und hier mache ich genau das gleiche wie bei den Fahrzeugen, ich bleibe einfach nur in der Mitte mit der helleren Farbe. Jetzt nehme ich mir die Automaskierfolie, die ich mir vorher schon zurechtgeschnitten habe, und klebe sie einfach mittig auf mein neues Schildchen auf. Natürlich erst, nachdem die Farbe auf dem Schildchen getrocknet ist. Also, ich meine, ich sage das einfach nur noch mal zur Sicherheit, ne? Ja, und dann kommt einfach von Tamiya ein bisschen Weiß, womit ich jetzt den Schriftzug aufsprühe. Den trockne ich jetzt flott mit dem Föhn und dann kann ich auch die Maskierfolie schon abziehen. Und siehe da, das Schild ist drauf. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt den Schildschriftzug genauso wie der damals auf dem Panzer von Matthias Vater war. Hier der Beweis. Und hier sind nochmal die Bildchen, die ich vorher benutzt habe. Ich möchte aber gerne, dass das Schildchen jetzt so aussieht, als ob man es aus dem Panzer rausgeschnitten hat. Und dafür nehme ich mir erstmal das Sky Gray von Vallejo. Ich hole mir ein kleines Schwämmchen aus meiner Schublade, tupfe das ein bisschen auf Küchenpapier aus und dann wird auch schon das Chipping gemacht. Ich tupfe dabei das Schwämmchen nur ganz sanft auf das Schild. So im Grunde genommen, als ob man dem Schild kleine Küsschen gibt, ganz zärtliche. Im nächsten Schritt ist das German Grey von Vallejo dran. Dazu ein bisschen Cavalry Brown von Vallejo. Und dann wird das Ganze zu einer rostbraunen Farbe vermischt. Als Pinsel nehme ich den 1er von Kolinsky. Mit dem Pinsel tupfe ich jetzt ganz vorsichtig kleine dunkle Flecken in die hellgrauen Chips. Ich möchte, dass die Buchstaben auch ein bisschen mitgenommen aussehen. Dafür male ich die Farbe einfach pur über die Buchstaben rüber. So lasse ich kleine Kratzer und Beschädigungen entstehen. Die gleiche Technik könnt ihr natürlich auch bei euren Panzern verwenden. Weiter geht's mit einem Tuff Burnt Amber, ein Tuff Amaranth Red und ein Tuff Wasser. Das ist wieder die Basis für Rost. Weil wie gesagt, ich möchte, dass das Schild schön mitgenommen aussieht, also werde ich jetzt auch ein paar Roststreifen reinmachen. Damit das Ganze nicht zu heftig aussieht, mache ich mir im Grunde genommen eine Mini-Plörre mit der jeweiligen Farbe. Wenn ich die Farbe aufgetragen habe, tunke ich den Pinsel nur in pures Wasser und verblende damit die Farbe. Die Technik ist eigentlich sehr simpel. Alles ein bisschen nass machen, dann so ein bisschen Plörre aufnehmen, Orange oder ja Burnt Amber und dann einfach mit auf die nassen Flächen von oben nach unten raufstreichen. Danach wieder mit Wasser verblenden. Und so gehe ich Stück für Stück das ganze Schild durch. Mal nehme ich einfach einen Tuff Amaranth Red, dann mache ich einen kleinen Tuff Burnt Amber rein, ziehe es nach unten runter und schon sieht das Ganze aus, als wenn da Rostschäden wären. Natürlich kann man das Ganze auch mit Rostwashes machen, aber ich finde das mit Acrylfarbe eigentlich immer ganz schick und mir gefällt das besonders gut. Auch hier wieder ein bisschen Burnt Amber, kleinen orangen Strich drunter gezogen und dann mit Wasser von oben nach unten verblenden. Wie gesagt, das Schild soll aussehen, als wenn es aus dem Panzer rausgeschnitten wurde, verkleinert und dann wurde es einfach an den Sockel geschraubt. Dafür habe ich mir 4 kleine Schraubenköpfe gebastelt, die ich jetzt separat mit Plastikkleber auf das Schild aufklebe. Und auch die pinsel ich einfach wieder mit einer Burnt Amber Plörre, ein bisschen Burnt Amber pur und danach noch ein Klacks Amaranth Red drauf. Und auch da nehme ich dann wieder einen nassen Pinsel und ziehe einfach ein paar Strähnen von oben nach unten. Ganz am Schluss mache ich noch die Kanten so ein bisschen, dafür mache ich Amaranth Red oben rauf, ein bisschen Burnt Amber, einfach so raufklecksen und dann war es das auch schon. Das Schild ist fertig. Und jetzt wird es mit beidseitigem Klebeband auf den Thron geklebt. Dann habe ich mir noch einen Soldat aus meiner Mauschelkiste gesucht und den habe ich tatsächlich in nicht mal 20 Minuten farbig gestaltet. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt auch hier.
grundiert habe ich wieder mit Surfacer Black von Mr. Hobby. Danach habe ich Flat White von Tamiya genommen und habe nur von oben nach unten die Figur eingespielt. Zwischen jedem Arbeitsgang habe ich die Figur mit dem Föhn getrocknet. Nennt 60% Field Grey und 40% Flat White, was ich gemischt habe. Und sprühe nur die ganze Figur mehr von oben nach unten oder von der Seite, aber nicht von unten an. Jetzt kommt eine Mische aus Feld Grey und German Grey. Und da mache ich wieder 60-40 und jetzt sprühe ich nur von unten nach oben und schon habe ich meine erste Schattierung fertig. Weil ich nicht möchte, dass die Büchse ganz schwarz ist, habe ich zu dem Schwarz von Tamiya noch ein bisschen weiß gemacht. Ich möchte ein schön dunkles Grau haben als Hose. Jetzt kommt wieder eine Mische. Burnt Amber von Vallejo. Basalt Grey von Vallejo. Einmal durchgemischt, ein bisschen Black Grey von Vallejo. Und als nächstes nochmal ein bisschen Burnt Amber, weil mir das nicht gereicht hat. Und jetzt habe ich eine Farbe, die ich optimal finde für Stiefel. Kein richtiges Schwarz, sondern so ein grau-braun Ton. Dadurch sehen die Stiefel so ein bisschen abgenutzt aus. In das Ganze mache ich noch in der Ecke ein bisschen Black Grey von Vallejo. Damit mache ich jetzt oben nur die Schäfte von den Stiefeln und die verblende ich einfach wieder, indem ich den Pinsel im Wasser stipp und dann einfach ein bisschen mit dem Wasser verblende. Jetzt noch ein Tuff Basalt Grey. Das pinsel ich einfach mit ein bisschen Wasser verdünnt einfach auf die Schuhspitzen. Fünf bis zehn Sekunden trocknen lassen und dann wieder mit Wasser verblenden. Das restliche Basalt Grey nehme ich einfach für die Falten der Hose. Jetzt pinsel ich das Ganze nochmal leicht dahin, wo Licht hinkommt auf die Hose. Und wo noch so ein paar andere Falten sitzen, die sieht man jetzt hier nicht so. Und das Ganze verblende ich dann auch wieder mit Wasser. Wenn man das Wasser sofort benutzt, hat man schöne Übergänge. Geht allerdings nur mit den Vallejo oder AK-Farben auf Acrylbasis. Jetzt nehme ich nochmal die grau-schwarze Mische, die ich für die Stiefel am Anfang genommen habe und pinsel damit den Gürtel ein. Jetzt noch schnell die Schulterpolster schwarz gemacht. Der Soldat ist leider ein Luftwaffensoldat, glaube ich, wenn ich die Insignien teilweise sehe. Die habe ich dann nochmal schnell entfernt. So, jetzt mache ich sowas ähnliches nochmal wie ein bisschen Trockenbürsten. Der Pinsel ist schon relativ trocken und damit gehe ich jetzt nur mal so ein bisschen über die Kanten. Dass dabei ein bisschen Schwarz auf die Klamotten kommt, macht überhaupt nichts. Das korrigiere ich gleich noch. Und so sieht der Kollege jetzt aus. Ein bisschen wie ein Hamburger Schmuddelkind, aber achtet auf die Hose. Hier seht ihr, was ich meine mit einem schönen Farbverlauf. Für Hände und Gesicht nehme ich den Brown Sand von Vallejo. Gesicht und Hände haben ihre Grundfarbe. Ich habe nochmal schnell eine Mischung aus Feld Grey und Flat White gemacht von Tamiya. Das Mischungsverhältnis kann ich euch nicht sagen. Ich habe einfach geschaut, dass der Ton ein Stück heller ist als die Klamotten selber. Damit pinsel ich im Grunde genommen jetzt alles, was an den Falten und so weiter lang läuft. Taschen und so weiter und so fort. Falten an den Ärmeln, Aufschläge, alles, was ein bisschen heller sein kann.
da mir die Stiefel noch nicht schmuddelig genug waren, habe ich nochmal ein bisschen Burnt Umber genommen, ein bisschen Wasser und dann das Ganze schön nochmal so, ja, ausgeschwemmt oder verblendet, ne? Das sind hier natürlich so Sachen, bei denen ich mich immer besonders schwer tue. Diese ganz feinen Zeichen machen, da sind meine Augen nicht mehr gut genug für und meine Finger sind auch nicht mehr ruhig genug. Aber ich habe einen Trick. Ich mache es alles ein bisschen breiter und den Rest entferne ich dann einfach wieder, indem ich dieselben Farben, die ich am Anfang benutzt habe, einfach nochmal benutze, um das Ganze einzuschmälern. Da gibt es ja ein paar Leute, die es besonders gut können, zum Beispiel mein Freund Joachim. Da würde ich mal gerne ein Video drüber sehen, wie er das auf seinen 1:72 Figuren hinkriegt. Ihr seht, ich habe erst ein bisschen schlunzig gearbeitet und dann nehme ich das Feld grau und mache einfach das Ganze wieder ein bisschen in Form. Mit der Burnt Umber Plörre mache ich jetzt die Haare nochmal schnell ein bisschen braun. Bevor ich jetzt weitermache mit den anderen Farbgeschichten, schütze ich meine Figur erstmal mit Mattlack von der Firma VMS. Nachdem die Figur getrocknet ist, nehme ich ein bisschen Brown Sand, Flat Flash und mache mir da eine hellere Gesichtsfarbe draus. Und die trage ich jetzt einfach an den hohen Stellen auf, wo am meisten Licht im Gesicht hinkommt. Es sieht ein bisschen aus wie der Kettensägenmörder, aber ich habe genau den Effekt, den ich haben wollte. Braune Augen, brauner Mund und ein bisschen Ansatz an der Mütze. Jetzt mache ich mir mit derselben Mische nochmal Farbe, die ein bisschen dunkler ist. Und damit mache ich jetzt nur die ganzen Ränder und Kanten. Natürlich auch die Ohren und den Halsansatz hinten. Auf die Faust vorne habe ich auch noch einen kleinen Tuff drauf gemacht von oben. Jetzt sieht der Kollege zwar aus, dass man eine Gelbsucht hat, aber glaub mir, in Natura sieht das anders aus. Die Kamera verfälscht die Farben irgendwie mal ein bisschen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Burnt Umber in dieselbe Farbe und damit mache ich jetzt einfach nur noch mal die Lippen so ein bisschen. Jetzt nehme ich mir noch Vallejo Silber und damit mache ich einfach oben die beiden Zeichen, die Knöpfe, die Koppel und so weiter. Also diese Figur habe ich tatsächlich in knapp 20 Minuten gebastelt. Ich war ganz erstaunt, wie gut das gegangen ist. So Leute, das war jetzt das letzte Video von mir vor meinem Urlaub. Ich hoffe, ihr hattet hier auch ein bisschen Spaß, konntet vielleicht noch was mitnehmen. Ich gehe wie gesagt 3 Wochen weg, aber ich werde mich danach wieder melden und ich habe auch schon einen neuen Panzer im Kopf. Da habe ich richtig Bock drauf. So, und hier jetzt nochmal der Upgrade-Chill. Das Schöne an der Figur, man kann sich überlegen, wo er hin soll. Beifahrerseite und so ein bisschen über die Kante gucken. Oder mal ganz lässig aufgelehnt auf der Fahrerseite. Ich habe mich dann entschlossen, dass ich ihn vor einen Panzer stelle. Allerdings habe ich ihn nur mit Liquidmass festgeklebt, falls Matthias gerne möchte, dass er im Panzer sitzt oder steht oder was bloß auch immer. So meine Freunde, ich melde mich ab. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage und ein schönes Wochenende. Tschüss, euer Marc.
Ach so, und über den Kram hier freue ich mich natürlich auch, ne? Nicht vergessen. Bis dann, tschüss.